Hallo zusammen aus dem Klinikum Fürth, Wochenupdate mal wieder und ich möchte unsere Stories von dieser Woche aufgreifen. Wir hatten ja Anfang der Woche eine massive Belastung unserer Intensivstation, die hatte gegipfelt in einem Zugang von 11 Patienten über 24 Stunden auf die Intensivstation, was dazu geführt hat, dass wir einmal wirklich auch massiv überbelegt waren. Im Lauf der Woche dann deutliche Zugänge auf der zentralen Notaufnahme. Corona hat da gar nicht so die Rolle gespielt, sondern einfach viele Patienten mit anderen Erkrankungen. Und von der Seite her haben wir die Woche wirklich gut zu tun gehabt. Geklappt hat das Ganze nur, weil unsere Teams zusammengehalten haben, auch mal in der Lage waren auszuhelfen, sich gegenseitig auszuhelfen. Und dafür auch nochmal mein ganz herzliches Dankeschön. Lassen Sie mich das nutzen, um auch nochmal auf dieses generelle Thema, sind eigentlich unsere Kliniken überlastet, einzugehen, das ja die Woche nochmal groß durch die Schlagzeilen dieses Landes gegangen ist. Und ich möchte diese Diskussion endlich mal in eine differenzierte Diskussion bringen, weil mir ist es zu extrem. Die einen, die sagen, wir waren nie überlastet, und die anderen, die sagen, ja, hier liegt alles völlig danieder. Das wird meiner Meinung nach der Situation nicht gerecht und verhindert, dass wir zielführend diese Diskussion führen. Aus meiner Sicht, wenn wir überlastet definieren, unser System ist erst dann überlastet, wenn wir die verstorbenen Patienten mit Militärlastern in Kühlhäuser fahren. Oder unser System ist erst dann überlastet, wenn wir dazu kommen, dass wir eine harte Triage machen, dass wir Patienten von Beatmungsgeräten nehmen müssen, vielleicht auch versterben lassen würden, um andere Patienten zu behandeln. In diesem Sinne waren wir aus meiner Sicht in Deutschland nie überlastet und sind wir nicht überlastet, und ich hoffe, dass wir dort auch nie hinkommen. Aber sind wir wirklich erst dann überlastet, wenn es soweit ist? Ist es nicht eher so, dass wir in einer chronischen Überlastung sind? Und das erlebe ich von meinen Mitarbeitenden in der Rückmeldung. Und das ist doch letztendlich auch das, was wir sehen, dass Menschen, die in diesen Berufen arbeiten, in den Kliniken, in den Heimen bei uns arbeiten, dass sie das System einfach verlassen, weil sie sagen, so will ich nicht mehr weiterarbeiten. Und wie äußert sich diese chronische Überlastung? Die äußert sich darin, dass ich als Krankenschwester in meinem Urlaub immer wieder angerufen werde, ob ich nicht einspringen kann, damit das System eben noch schafft, die Patienten zu behandeln. Oder sie äußert sich darin, dass ich als Pflegekraft eben merke, Mensch, heute haben wir wieder mehr Patienten, als wir eigentlich von unserem Pflegeschlüssel her versorgen könnten. Oder sie äußert sich darin, dass ein Chefarzt oder ein Oberarzt in der zentralen Notaufnahme die normalen Schichtdienste der Assistenten mitmacht, weil wir sonst die Patienten nicht mehr versorgen können. Das sind die chronischen Überlastungen unseres Systems, die dazu führen, dass unsere Mitarbeitenden irgendwann das System verlassen. Und in diese Diskussion müssen wir kommen, der müssen wir uns auch ehrlich stellen. Und da appelliere ich an alle Politiker, die sich in dieser Diskussion beteiligen, aber auch an die anderen. Ich appelliere auch an die Talkshow-Runden, dass wir endlich dort mal in eine differenzierte Diskussion kommen und nicht immer uns in diesen bequemen, sage ich, Extrempositionen verlieren, die eigentlich auch gar nicht mehr lösungsorientiert sind, sondern die nur darauf ausgelegt sind, Einschaltquoten zu generieren oder Follower zu generieren. In diesem Sinne hoffe ich, im Sinne unserer Patientinnen, unserer Mitarbeitenden, dass wir in diese vorwärtsgewandte und ehrliche Diskussion kommen. In diesem Sinne ein schönes Wochenende von uns hier vom Klinikum Fürth. Wir halten durch für euch. Bleibt gesund, zuversichtlich und vor allem wertschätzend miteinander. Euer Team vom Klinikum Fürth.